So, wie vorhin versprochen im Livestream, wir sind jetzt hier immer noch an der Wasserkante hier am Grünbrink beim Children of the Sea Kite Fest und jetzt passiert ganz große Action und zwar lässt sich hier Timo Riemschneider, ein Hamburger Kiter, auch extrem gut im Big Air vor allem, was jetzt auch das Stichwort ist, weil der lässt sich jetzt mit einem Jetski und einem Seil im Falle eines Toe-Ups extrem hochziehen. Das bedeutet, das Jetski fährt gegen den Wind, er ist mit einem 250 Meter Seil am Jetski befestigt und während das Jetski gegen den Wind fährt und er damit verbunden ist, wird er immer höher gezogen und am höchsten Punkt lässt er irgendwann die Leine los oder macht sie vom Trapez ab und segelt mit Kite runter. Das gucken wir uns jetzt mal an. So, hier sehen wir jetzt das Jetski mit dem Piloten von der Jetski-Mafia. Danke an den Support an der Stelle. Stellen uns hier nice Jetskis fürs Wochenende. Timo steht hier mitten im Bild, guckt schon, wartet drauf, dass losgeht. Der hat bestimmt Adrenalin gerade. Elva Core XR ist am Fliegen. Wir sind auf jeden Fall gespannt und hoffen natürlich nur, dass alles gut geht, so wie letztes Jahr bei Dennis Pedersen, der quasi dasselbe gemacht hat. So, Jetski fährt langsam los. Muss nur aufpassen, dass nicht die Leine zu schnell auf Spannung geht. So, 250 Meter ist die Leine lang und demnach so hoch kann es natürlich nicht in die Luft gehen, weil er immer einen leichten Winkel haben wird, aber sagen wir mal so, 100 Meter ist auch schon hoch. Ja, habe ich mir auch gefragt, ob die Safety Leash, ist die Leash an der Leine oder? So, okay, die Leine ist langsam auf Spannung. Oha. Das ist natürlich auch ein gutes Big Air Training, weil sollte man mal richtig hochspringen, dann muss man natürlich auch gucken, dass man sicher runterkommt. Wir sind gespannt. Gibt auch Leute, die da ihre Board-Offs trainieren. Sind verrückt, aber es gibt alles auf jeden Fall. Dadurch, dass man eben extrem lang Zeit in der Luft hat. So, jetzt geht er schon mal ins Brett. Ist natürlich direkt im Loof von der Mole. Da muss man natürlich aufpassen. So, der Jetski-Fahrer wartet auf Signale. So, und es geht direkt hoch hier vorne. Ah, jetzt ist er, es geht los. Das Jetski fährt nach hinten und es geht immer höher. Alter Schwede, es geht halt immer so schnell. Boah, ja, er wird auf jeden Fall immer kleiner. Alter, okay, jetzt ist er schon auf guter Höhe. Und jetzt sieht man auch, wie er die Leine wieder abmacht. Alter Schwede. Jo, geht hoch und er loopt. Boah, das sind easy 40, 50 Meter, würde ich sagen. Alter Schwede! Oh Mann, ey. Oh, 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 er macht auch noch No-Foot. Oh, und er dreht sich. Er dreht sich. Aber er ist noch im Brett. Oh, und er hat das Brett verloren. Aber trotzdem smooth runtergekommen. Ohne Brett, aber super smooth. One-Foot probiert. Da sieht man eben, dass es eine Übung sein kann für One-Footer, für Board-Offs, für sonst was. Krass, Alter Schwede. Das geht immer so schnell. Du guckst hin und plötzlich sind die auf, weiß ich nicht, 50 Meter. So. Hin schon. Na, waren wir schon. Beim ersten. So, wir sind jetzt im Loof, im Lee von der Mole ein bisschen Downwind gegangen und Timo Riemschneider macht das gleich nochmal alles, weil er einfach Bock hat und wahrscheinlich sich auch selber ein bisschen pusht, immer höher zu fliegen.
denke aber auch, es bringt ganz schön Spaß und sorgt ordentlich für Nervenkitzel. Das Jetski ist schon wieder bereit, Timo steht da auch und der ist auf jeden Fall verrückt drauf, der Junge. Hat Bock, ist auch gut im Big Air, aber wahrscheinlich verliert er auch durch Aktionen wie diese ein bisschen den Respekt der Höhe. Das ist natürlich krasses Commitment und auch eine gute Übung für kommende Big Air Tricks, weil da ist ja letztendlich Kite Loop Boardoff und Kite Loop One Footer sind letztendlich die Tricks, die gut scoren und die im Trend sind. So, Jetski, Leine ist langsam auf Spannung. Und es geht hoch. Ohne Board direkt. Einfach ohne Board hochfliegen. Oh, aber dann ging es aber ganz schön schnell hoch. Der Kite kam gar nicht in Zenit. Alter Schwede. Da hat das Jetski aber ganz schön Gas gegeben, ja. Und da segelt er runter und macht noch ein paar Tänzchen da in der Luft. Ja. Und zack ist er wieder im Wasser. Im Übrigen gefühlt knietief. Nicht schlecht.